Kommt nicht dran. Das und der Ball ist drin! Jahresauftakt auf dem Tivoli. Der Westtotal hat mal wieder alle Tore der Regionalliga West auf Sporttotal. Für euch zusammengefasst den Anfang macht das Duell zwischen Alemannia Aachen und dem SV Lippstadt. Wir hören rein in den Live-Kommentar. Die Alemannia muss weg von der Angsthasen-Mentalität. Schmidt. Kotze Jake wartet auf den Abpraller am Strafraum. Heinze wieder raus, kein Abseits. Aber die kommt nicht schlecht! Den Ball da noch behauptet. Aldin Dervisevic schnappt dann Falaye den Ball weg, der hat da sonst auch gestanden, um den einzuköpfen. Ist denen aber, glaube ich, auch egal, wer jetzt das Tor macht. Die doppelte Führung für die Alemannia und man merkt die Erleichterung überall hier, dass dieser Treffer gefallen ist. Der ist ein bisschen rumgekommen. Sonnenhof, Groß Asbach, WSV auch in der Vita. Und das ist der nächste Eckball, der zum Tor führt. 3-0 an der Alemannia Aachen und es ist genau Marcel Damaschek, der, über den wir gerade gesprochen haben. Die Alemannia schießt sich die Sorgen von der Seele. So, die Ecke Damaschek, der lauert und kommt dann dran. Eigentlich Altun und Lübbers vor ihm. Aber die springt runter durch und Marcel Damaschek mit Saisontor Nummer 2. Vielleicht nochmal ein allerletzter Angriff, eine allerletzte Chance für die Alemannia. Statovci. Und das war's. Alemannia Aachen gewinnt 3-0 gegen den SV Lippstadt. Aachen also mit einem wichtigen Befreiungsschlag im Abstiegskampf und den könnte auch der KFC Uerdingen vertragen. Im Duell gegen den SC Wiedenbrück hofft man auf einen ebenfalls gelungenen Start ins Jahr 2022. Doch der Tabellensechste braucht zwar ein wenig, um aus dem Winterschlaf zu kommen, aber nach knapp 52 Minuten gibt's dann die Führung. Niklas Zelischus bringt den SC Wiedenbrück in Front und das ist mit ein bisschen Glück verbunden, da der Ball noch abgefälscht ist. Wiedenbrück aber egal und nur ein paar Minuten später gibt's dann Elfmeter für die Hausherren. Benedikt Zahn bleibt ganz kalt und zieht den Zahn bei Uerdingen. Die müssen sich auf einen langen Nachmittag einstellen, denn
Das wird nicht sonderlich angenehm, was in den nächsten Minuten folgt. Wieder nur ein paar Zeigerumdrehungen später ist Tim Böhmer mit dem 3:0 für Wiedenbrück da. Und das geht viel zu einfach. Das ist einfach schlecht verteidigt und schlecht verteidigt ist das 4:0 ebenfalls. Manfredas Rutzkis, der ist ganz alleine. Drei Ödinger im Strafraum bei einem Gegenspieler und der andere wird vergessen. Irgendwann entdeckt Uerdingen dann aber auch mal den Kampfgeist in sich. Ein guter Ballgewinn und Noé Baba. Das ist wundervoll! 1:4 KFC Uerdingen. Ja, am Ende ist das brotlose Kunst. Aber Kunst, da einigen wir uns drauf. Das ist es allemal. Ein eigentlich schöner Schlusspunkt für die Partie. Doch Wiedenbrück, die haben noch Lust. Die wollen noch einen nachlegen. Warum auch nicht? Ist gut fürs Torverhältnis und macht ja auch richtig Spaß. Vor allen Dingen für Lukas Demming, der zum 5:1 einschiebt. Die Vorlage klasse über die Uerdinger drüber gehoben. Und Demming, ja, der lässt sie alle stehen und muss dann den Ball nur noch ins freie Tor reinbringen. So, wir sind in der Nachspielzeit. Gibt's noch einen 6. Treffer für Uerdingen? Nee, 5:1 der Endstand. Wiedenbrück mit einem deutlichen Heimsieg. In der Domstadt empfängt die U21 des 1. FC Köln Rot-Weiß Oberhausen. Und RWO, die müssen punkten, wenn sie nicht den Anschluss an das Spitzenquartett verlieren wollen. Oberhausen auch mit guten Chancen. Julian Roloff muss das ein um andere Mal retten. Aber am Ende, da lachen die Kölner. Ricardo Henning, 2 Minuten vor Schluss mit dem Golden Goal. Riesige Lücken da hinten bei Rot-Weiß Oberhausen und Henning, der trifft den in Perfektion. Es gibt dann tatsächlich noch ein gutes Stück an Zeit obendrauf, aber auch die knapp 3 Minuten 40 on top helfen Oberhausen nicht. Köln gewinnt mit 1:0. Das Beste kommt zum Schluss, lief in dieser Folge aber schon ganz am Anfang. Hier ist die Szene des Spieltags. Schmidt! Schmidt! Welcome back auf den Tivoli, Sebastian Schmidt! Was ist das denn für ein Tor? Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja. Und du? Was machst du? Abonnieren.